Hallo liebe Zuschauer und willkommen in der alten Volleyballhalle Schwerin zur Judo-Regionalliga mit dem PSV Schwerin. Bei mir ist der Trainer des PSV Schwerin Männer-Regionalliga Gunnar Riegner. Für die Leute, die jetzt noch nicht so viel Ahnung vom Judo haben, was passiert hier heute? Also das ist der erste Kampftag in der Regionalliga Nordost. Und hier wird eben die erste Auslosung sozusagen ausgekämpft, was dann in eine Tabelle übertragen wird. Also ähnlich der Bundesliga sozusagen. Jetzt gehen hier, wird sicherlich nicht bunt durch die Reihe gekämpft. Wer kämpft jetzt hier gegeneinander? Welche Mannschaften sind hier? Also heute sind neben PSV Schwerin, welches der Ausrichter vom ersten Kampftag ist, die PSG Dynamo Brandenburg dabei und der UJKC Potsdam. Die kämpfen gegeneinander. Und dann, wie läuft das ab? Der Trainer nimmt seinen besten Kämpfer und schickt ihn vor oder wie wird hier gekämpft? Naja, es gibt Mannschaften, die einzelnen Vereine haben sich mannschaftsmäßig für die Regionalliga eben qualifiziert. Und innerhalb dieser Mannschaft wird eben vom Trainer eingesetzt in der entsprechenden Gewichtsklasse und die Gewichtsklassen kämpfen dann entsprechend gegeneinander. Wenn jetzt eben mehrere in einer Gewichtsklasse sind von einer Mannschaft, ist eben die Entscheidung vermutlich mal des Trainers oder der sich durchgesetzt hat, der sich dann in der Gewichtsklasse behaupten muss. Welche Gewichtsklassen gibt es? Welche werden hier heute ausgekämpft? Also grundsätzlich gibt es hier im Männerbereich die Gewichtsklassen bis 60 Kilogramm, bis 66 Kilogramm, bis 73 Kilogramm, bis 81 Kilogramm, bis 90 Kilogramm, bis 100 Kilogramm und plus 100 Kilogramm. Jetzt kämpfen immer zwei gegeneinander zugleich. Wie gewinnt man einen Kampf? Also das ist unterschiedlich. Die kürzeste Art und Weise ist, den Gegner mit einem vollen Punkt, also dem Ippon, auf den Rücken zu werfen. Ansonsten dauert der Kampf 5 Minuten und innerhalb dieses Kampfes ist der Kampfrichter dabei, der eben für die einzelnen Wurftechniken bzw. auch Bodentechniken Wertungen abgibt. Hier gibt es den Yuko mit 5 Punkten und den Watsahari mit 7 Punkten. Wenn jetzt, was muss Schwerin tun, um heute hier diesen Kampftag zu gewinnen? Gut sein. Einfach fantastisch gut sein. Ja, welche Wertung müssen wir jetzt einfach, wie viele Kämpfe müsste Schwerin gewinnen, um hier den Tag gewinnen zu können? Also es sind 7 Gewichtsklassen. 4 Gewichtsklassen müssen pro Mannschaftskampf eben gewonnen werden, um sozusagen von einem gewonnenen Mannschaftskampf sprechen zu können. Und was hat sich Schwerin heute vorgenommen? Werden Sie den Kampftag gewinnen können? Ich hoffe es sehr. Also vorgenommen haben wir uns mindestens einen Mannschaftskampf zu gewinnen. Es wird sich zeigen, was der Tag drin bringt und wie gut die Jungs drauf sind. Was hat sich Schwerin für die Saison vorgenommen? Sie sagten, das ist der erste Turnierkampf. Wie viele Kämpfe gibt es? Wie viele Tage gibt es? Und was hat sich Schwerin vorgenommen für die Saison? Also insgesamt gibt es 4 Kampftage. Also außer diesem wird es dann noch 3 weitere geben. Für die Saison am Ende wollen wir in der Tabelle so im Mittelfeld stehen, 5. Platz maximal, 4., das wäre schon okay. Ja, vielen Dank Gunnar Riegner für das Interview und Ihnen wünsche ich jetzt viel Spaß beim Judo in Schwerin. Wir fangen dann erstmal mit 2 Kampfrichtern den Qualifikationen.
sagst du, ja? Wenn ich jetzt denn anfange. Du schneidest mich dann so rein, wie es passt. Du schneidest mich dann nachher so rein. Achso, gut. Ja, zum heutigen ersten Kampftag stehen sich gegenüber im ersten Kampf die beiden Gastmannschaften von der PSG Dynamo Brandenburg in den blauen Anzügen und UJKC Potsdam, die zweite Mannschaft, in den weißen Anzügen. Der erste Kampf entscheidet sich kampflos für die PSG Dynamo Brandenburg. Ist von bis 66 Kilogramm. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Kampf. Ausgelost wurden die Gewichtsklassen vorher. Wir haben Gewichtsklassen 60, 66, 73, 81, 90, 100 Kilogramm und plus 100 Kilogramm. Im zweiten Kampf wird heute jeweils die Gewichtsklasse dann bis 90 Kilo kämpfen. Wir haben heute leider nur zwei Kampfrichter auf der Matte, ansonsten gehören drei Kampfrichter dazu. Der dritte Kampfrichter steckt noch irgendwo im Stau, aber wir können die Kämpfe trotzdem beginnen. Die beiden Kämpfer versuchen derzeit mit Fußtechniken zum Erfolg zu kommen. Hier ein Ansatz Ushimata von dem Kämpfer im weißen Judogi. Jetzt hat der Kämpfer in dem blauen Judogi eine Bestrafung bekommen, ein Shido. Ist an der Anzeigetafel zu sehen mit dem einen Strich auf der blauen Seite. Es ist noch keine Wertung für den anderen Kämpfer, weil die Angriffe eben unmotiviert waren und es eigentlich nur Treten gegen das Bein war.